Und da ist ich herzlich willkommen zurück. Geht erstmal meine Dings hier. Eisenkette. Das Kreuzrelikt verfügt ursprünglich nicht über eine Kette und war als Waffe daher wenig geeignet, zumindest gegen irdische Gefahren. Einer seiner ersten Träger, ein Bruderschaftshandwerker namens Rinaldo Gondalfi, war für die Fertigung der heutigen so bekannten Kette berüchtigt. Die Eisenkette war seine erste Modifikation. Beim Schmieden wurde jedes einzelne Glied der Kette im Weihwasser abgestreckt und dann gesegnet, um die Waffe größere Macht gegen Kampf gegen Untotvoller. Oh, nice. Kampfkreuz. Die meisten Angehörigen der Bruderschaft nutzen zwar eher konventionelle Waffen, doch Gabriel wurde mit einem Kampfkreuz beschenkt, einem schweren Eisenkreuz, in seine einziehbare Kette verbirgt. Das Kreuz war eines der ersten Relikte, welche die Bruderschaft vor Jahrhunderten erwarb. Seine genaue Herkunft ist zwar unbekannt, aber es heißt, es sei aus dem Nähgang geschmiedet worden, mit dem Märtyrer gekreuzigt wurden. So. Silberdolch. Diese Dolche wurden so genau geschliffen, dass man sie in äußerste Position werfen kann. Sie bestehen aus Silber und in ihrem Heft sind kleine Heiligenknochen verborgen. Diese beiden Eigenschaften verleihen der Waffe ihre zerstörerische Wirkung auf übernatürliche Wesen, insbesondere jene, die vom dunklen Fürsten der Lykanthropen abstammen. Ich kann mich ja daran erinnern, dass ich mal, also dass ich, eigentlich war doch der Typ, den man spielt, in Castlevania Vampir. Forgive me, brother, but my need is far greater than yours. Hakenspitze, neue Talent freischalten. Dieses Relikt wurde vom berühmten Handwerker Rinaldo gefertigt. Dank der gewaltigen Metallspitze kann man Gegenstände und Feinde aus der Distanz erfassen, was dem Kampfkreuz die Eigenschaft eines Enterhakens verleiht. So kann der Träger unserer Zuhilfnahme des Kampfkreuzes nach oben klettern, sich abseilen oder von Ort zu Ort schwingen. Oh, nice. Abseilen und klettern. Mit RT. Drücke RT, wenn du in der Luft bist. Okay. RT ist doch hier die hintere Taste. Bei dem X-Controller kommt ja nicht so klar. Drücke X oder Oh, das ist toll. Spring! Ja, ich spring da. Ich bin nicht mal voll live oder so. Das ist frech. Aua. Ey, ich bin gesprungen. Oh.
Auf! Ja, wow. Ich habe really, really fucking nigger, Alter. Ich bin so cool, Alter. Ich habe mich halt einmal vertan, Alter. Das ist fett, das hat die ist das. Ah, Junge, X ist bei der Playstation. Okay. Ah, ich kann mehr durch dran. Mehr durch kann ich dran, ich weiß. So, hier oben war irgendwo so ein Haken. Komische Troll. Ich will aber hier ganz kurz nochmal zurückschauen. Ob ich hier noch irgendwas sehe. Hier ist nämlich so ein Brunnen. Ja, wow. Mehr ist hier echt nicht. Hier kannst du runterklettern, beweg dich über die Kante. Gabriel wird sich festhalten. Klingt plausibel. Nutze Linkstick, um dich vom Vorsprung zu Vorsprung fallen zu lassen. Suche das weiter. Er ist wahrscheinlich nicht Gabriel, sondern Gabriel. Also, er ist ja nur im Deutschen Gabriel. Oh boy! Ja, können wir ja nicht zur Seite fallen, oder? So seitliche Sprünge sind immer so eine Sache, ne? Mm-hmm.
Der hat natürlich nicht so geklappt, wie ich das wollte. Ich hab das schon nicht verstanden, wie wir das machen müssen, aber. Das ist schon so ein bisschen nice. So. Der Todessumpf. Ne, Totensumpf, nicht Todessumpf. Magiesteine, 4 von 4. Sumpftroll, war tatsächlich ein Sumpftroll. Siehst du, das war tatsächlich Goblitz. Waffenupgrade, neues Bild freischalten. 600 Pünktchen. Was kann die eigentlich? Halte B gedrückt und mehr so. Schleuderkette. Ja, nee. Okay. Pan's Temple. The stench of the bog fades into memory. And a land of great beauty lies before him, a paradise where nature lives in harmony with all living creatures, indeed, a refuge for those who wish it. He is close now, close to the old gods and the old ways, long forgotten by men. This kingdom was once revered by all, yet now only a small part remains. Soon even this will disappear. The amulet senses its master. Its journey is almost over. He will need all his strength now, all his wits. If he is to succeed here, if he is to convince the old god to help him. Okay. Klingt nice. Das magische Amulett streit den Glanz Arcana Magie aus. Wozu dient das wohl? Das weiß ich auch nicht. Eine magische Rune wird im Amulett enthüllt, vielleicht kannst du sie alle zum Leuchten bringen. Aha. Vielleicht kann ich das. Können wir jetzt mit Leben? Ah, ne, der hat nur eine Schriftrolle. Unsere Schriftrolle. Die verstümmelten Leichen meiner Brüder liegen überall verstreut. Es erfüllt mich mit Scham, sie zu plündern. Doch ich benötige mehr Lebenssteine oder auch ich bin verloren. Vergib mir meine Brüder. Ich werde das nicht lange durchstehen, wenn ich meine Überlebenschancen nicht verbessere. Und die Toten können mich solchen Dingen nichts mehr anfangen. Ich weiß, dass sich in der Nähe ein Lichtstein verbirgt. Ich kann ihn fühlen, aber ich muss mich einen kleinen Augenblick ausruhen. Ich fühle mich so schwach. Ja, RIP, ne? Ein Lebensstein? Ne, ein Lichtstein. Oh, hier die Vögelchen hier vorne. Hey, go! Ist das hier nicht so? Ne. Oh, hier mein Zusehen. Bamba. Das ist aber hier nicht das Ding, ne? Ne. Hab ich denn, brauche ich das denn dann übersehen, bitte? Oder ist das nicht unbedingt die Reihenfolge, wie ich die aktivieren müsste am besten? Ne, weil das war ja der hier. Das war ja der zweite. Geh einfach mal weiter. Wird schon stimmen. Das ist aber idyllisch hier. Vorne liegt eine Leiche. Ja, der ist bestimmt ein Lebenstein, ne? Ernsthaft.
Unsere Schatzschule, meine liebste Martha. Ich befürchte, dass ich nicht zurückkommen werde. Pass auf dich und auf unsere geliebte Tochter auf. Möge Gott mir vergeben, dass ich versagt habe. Wisse, dass ich dich stets in meinem Herzen trage und dass wir eines Tages wieder zusammen sein werden. Dein liebender Ehemann, Viktor. Ja, RIP, Viktor. Du kannst diese Bruderschaftsleute nicht erreichen. Komm später wieder, wenn du einen Talenten gefeiert hast. Achso, die kann ich nicht erreichen. Natürlich nicht. Ah. Das ist tatsächlich die letzte. Runslot wählen. Ja, halt, warte mal. Dass man so eine nackte Fee, weißt du? Klar. Das heißt, hier in der Mitte müsste dann... Ah. Fairy Tail, oder was? Ich habe jetzt wieder unten A gedrückt, weil das für mich halt immer X ist, ne? Muss man jetzt? Show yourself. The Brotherhood needs your help. I need your help. I know who you are, Gabriel. I am the guardian of the Lake of Oblivion, where the living can communicate with the dead. Tell me, warrior, are you aware of what is happening in the world? We have been deserted by God. Creatures from the void come to claim the souls of men. To wipe mankind from the face of the earth. And what of the elders of your order? What do they think? That God has not abandoned us. They believe that a powerful spell has been unleashed by someone or something. A spell that has isolated our world from the heavens, cutting us off from God, and allowing evil to flourish unchecked. Why have the Brotherhood of Light sent you to the Lake of Oblivion? They have dreamt that a message waits for me at this lake. A message that holds a clue to our salvation. I was instructed to seek you out, in the hope that you may show me the path. The elders believe that these dreams are the last message from the heavens, and that you should know something that we are unaware of. Is that it? Yes. My wife, Marie, was murdered not 2 days ago by the evil that roams these lands. Her soul and those of the recently departed are trapped here and cannot find peace.
And that is why they sent you to the Lake of Oblivion, because they believe that she is waiting for you here to deliver a message to you. Yes. Will you help me? Only the most deserving of the living are worthy of speaking to the dead. Are you worthy, Gabriel? Scheiße, was Schifflung für ein. Lies den Reisetagebuch an. Hinweis: Belohnung für Lösung des Rätsels 200. Um Marie zu retten, ehe ihre Tage enden, musst du den richtigen Pfad erst finden. Deine Kammer musst du überwinden oder so lässt ihr Tod sich abwenden. Du musst am Ende die Richtung nehmen. Okay. Ring wählen. Mit dem linken Stick wähle ich den Ring. Ring im Uhrzeigersinn drehen. Mit RT. Ah, shit. Fuck it. Ja, wow. Jetzt hab ich mich vertan. Bitte den äußeren drehen. What does this mean? Tell me! Only that you have passed the test. You appear worthy of entering the Lake of Oblivion. Make sure you have your daggers with you. One never knows when need may arise. Ja. Das war doch nice. Willkommen muss verfügbar. Level abgeschlossen. Magiesteine 0 von 1. Echt, wir meinen übersehen? Fuck. Wo soll man denn da über einen übersehen? Waffen-Upgrade nicht gefunden. Oh, das war frech. Aber, achso, kann das sein, weil wir da noch nicht hinkommen? Weil ich, also wir konnten ja nirgendwo anders hin, wir konnten ja nur im Schlauch laufen. Und da war nur die Truhe eigentlich, ne? Ist ja frech. Direkte Kombo.
Halte und dann bum bum bum. Halte Krüge, um drei heftige Flächen zu starten. Ich würde dich hier gerne mal machen. Jawohl. So, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bedanke mich fürs Zusehen. Haut rein!